Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2021 des unrasierten Apostels der Liebe. Und dieses Jahr lese ich aus Bibelandachten, aus Bibelleseplänen, aus der Bibel-App YouVersion. Die YouVersion Bible-App, ein fantastisches digitales Tool für alle, die ein bisschen mehr einsteigen wollen und das mit in den Alltag nehmen wollen. Und da gibt es natürlich eine Menge über Weihnachten zu lesen. Und so lese ich auch heute aus einer Andacht vor, dass Weihnachten etwas ganz Besonderes ist. So ist es. Weihnachten ist mit keinem anderen Fest zu vergleichen. Diese Idee, dass Gott ein Mensch wird, dass Gott einer von uns wird, dass er einer von uns sein möchte, dass er Menschengestalt annimmt und als ein Mensch über diese Erde geht. Das gibt es meines Erachtens in keiner anderen Religion und keiner anderen Philosophie. Und das soll gefeiert werden. Das ist eigentlich Weihnachten. Mit Weihnachten begehen wir weder eine Doktrin noch eine verpflichtende Feier. Auch setzen wir keinen traditionellen Ritualen ein Denkmal, wie großartig sie auch sein mögen, noch ehren wir menschliche Taten, wie heroisch oder beeindruckend auch immer. Weihnachten ist ein sehr zielgerichtetes Fest, an dem Menschen unbedingt teilnehmen wollen. Das bemerkt man ja doch immer wieder aufs Neue. Selbst wenn Weihnachten auch ein Fest der vielen Konflikte ist, so wo viele Konflikte aufbrechen, was daran liegt, dass es eben eine emotionale Feier ist. Wo viel Licht ist, ist auch immer viel Schatten bzw. die Möglichkeit dafür gegeben. So, was ist denn nun eigentlich diese zutiefst emotionale Feier Weihnachten? Sie ist nichts weniger als ein spontaner Ausbruch ausgelassener Freude über den wunderbaren, herrlichen Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Zumindest sollte sie das sein. Das ist einer der zentralen Gedanken von Weihnachten. Welch ein Gott muss das sein, um sich der Gott und Vater Jesu zu nennen? Und welch ein Sohn ist das? Welch ein Retter? Genau das macht unseren Herrn Jesus Christus aus. Das, was wir über Gott, den Vater, lesen. Und wenn wir also das Kommen des Christuskindes feiern, feiern wir die Liebe, das Erbarmen und die Treue des Vaters. Wie Kolosser 1, Vers 15 es bezeugt, war Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und das ist nun wirklich eine gute Nachricht, eine frohmachende Botschaft oder wie es auf Griechisch heißt, ein Evangelium, ein Euangelion. Und das ist, wenn man eine gute Nachricht, eine frohmachende Nachricht bekommt, ist immer ein Grund zur Freude und zum Feiern. Darum möchte ich heute mit einem Psalmwort abschließen, Psalm 32, Vers 11. Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt alle ihr von Herzen aufrichtig. Aufrichtigen. Und mit diesem Impetus, sich zu freuen und zu jubeln und zu jauchzen, wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Und freue mich darauf, morgen mit dir das nächste Hoffnungstürchen zu öffnen. Bis dann.